Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Sonnenseite, ich bin der Shorty von der Test Area und ich stehe an meinem Scooby-Dooby-Attraktor. Wir wollen natürlich weitermachen. Ihr seht ja hier an der Liste über der Minimap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fahrzeuge, das heißt 4 Roder, 4 Abfahrer sind gerade gleichzeitig zugange. Ach, und guckt euch den Kontostand an. Da werden wir wohl noch ein Kreditchen aufnehmen, auf jeden Fall. Obwohl in 10 Minuten, 12 Minuten ist 1 Uhr. Dann gibt es Kohle. Ach, weil wir kriegen auch wieder die Abzüge, die dann angezeigt werden für Lohndienstleistungen oder die Lohnzahlungen, die sind aber schon abgezogen worden, 1:1. Wir das in 11 Minuten noch schaffen, ich gehe mal aus. Ich gehe mal davon aus, dass wir noch 11 Minuten überleben, bevor das Konto auf Null ist. Und dann kriegen wir vom Fermenter wieder Kohle drauf. Ich glaube, so um die 5000 hatte ich ausgerechnet. Überschlagen. Naja, wir gehen zur nächsten Mission. Ah, der ist auch wieder vernünftig hier. Auch Möhren. Möhren auf Feld 42. Zum Restaurant. Mit Geräte ausleihen. So, Möhren auf Feld 42. Die Möhren kommen alle in einen Topf, ne? Möhren kommen alle in einen Topf. 12:50 Uhr ist das übrigens schon. Und bis ready. So, ich muss achten. Ein JCB. Ich kann gar nichts, mir tut alles weh. Feld 42. Der kriegt schon die Möhren ab, obwohl. Ach, lassen wir das. Wie die Missionen zusammenhängen, ist wurscht. Wir müssen jetzt 42 finden. Die muss ja irgendwo blinken. Da oben ist die 42. Das ist die 40, die ist unser. Das ist die 42. Die Zufahrt zu 42 ist hier. Bei der 45 durch. Ja, da haben wir ein Stück zu fahren. So. Ja. Das ist auch nur eine Feldzufahrt hier, ne? Die wird da nicht wirklich angebunden. Nochmal hier, grün. Zack. Zweite ist da. Noch ein, komm. Von hier einbiegen. Von hier einbiegen. So. Bisschen weiter rechts halten. In dem Gegnerverkehr. Gegnerverkehr ist falsch. Gegenverkehr. So, da ist schon die 42. Moly. Wir müssen nur blau werden. Fahr mal ein Stück weiter rein. Bis. Ach, da fällt 40 waren wir schon. Guck. Aha. Das ist, was ich umbauen wollte mal, vielleicht. Ist unsers. Ich binde mal hier jetzt erstmal nicht an.
erstmal nicht 1190 verlangt. Noch 5 Minuten, bis es Geld gibt. So, da ist Platz für eigentlich alles an Fahrzeugen. Müsste man mal schauen. Meine Nase. Ich habe keinen Schnupfen, den habe ich gerade hinter mir. Aber manchmal, ihr kennt das, ne? Manchmal tut die so, als ob. So. Das ist Feld 42. Dann mache ich mal eben die Fanglinie. Ich bin gerade noch beim Anbinden, aber in einer Minute gibt es Geld. Wir haben auch nur noch 730 und weniger werden auf dem Konto. Und jetzt kommt gleich die Entscheidung, ob ich noch ein bisschen warten kann oder ob es vielleicht ganz gut ist, den Kredit noch ein bisschen weiter aufzudrehen. Mit 16% für Feld 42, Bing. So. Das sind die Lohnkosten. Und die Lohnkosten haben wir abgedeckt mit dem aus dem Fermenter. Jetzt sind wir erstmal noch weiter im Rennen, ohne den Kredit weiter auszureizen. Und im Fermenter ist noch genug drin. Für damit noch die nächste Stunde überleben, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil wir ja jetzt noch eine Mission dazu nehmen. Ne? Dann sind noch zwei Abfahrer mit den Lohnkosten. Aber okay. Ja, dann habe ich das auch angebunden. 42. Zack. Dann können wir jetzt mal gucken, was die anderen sagen. Na, die Lohnkosten, die rattern, aber waren nicht nach Sonnenschein, ne? Naja, es ist so. Wären wir jetzt vermögend, wäre uns das egal. Wir sind noch nicht vermögend. Also müssen wir da so ein bisschen ein Auge drauf haben. Aber zumindest scheint jetzt alles reibungslos zu laufen. Außer natürlich, es kommt noch mal ein Zug, der uns den Strich durchrechnet. Macht so. Jetzt zu dir. Steuerung Z für die Knicke. Du sollst dich ja bewegen können. Okay. Das haben wir. Du bist auserkoren. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Genau, Feld 42. So, du hast 2,7 Meter Arbeitsbreite. Wahnsinn. Erster Wegpunkt. 2,7 Meter Arbeitsbreite. Das ist Hölle. So. Nehmen wir mal. Alle Feldarbeit kann so bleiben. Waren auf dem Feld. Ja, mit Maximum. Wenn der Manöver 15, rückwärts 10. Jetzt kriegt er so viel Schwung. Okay. So, 42. Neuer Ordner. Sehr schön.
43 ist hier. Shop erstellen. Fällt da. Bei 2,7 Meter nehme ich 11 Vorgewinde. Dann hoch runter, weich, automatisch überspringen, machen wir mal nichts. Wir generieren mal. Ja. Spiralförmig. Ich glaube, spiralförmig wird besser laufen als nur hoch runter. Wir machen das mal so. Feld 42 oder 2,7 Meter Arbeitsbreite. Na, dies Gentleman. So, und das war doch auch zum Restaurant. Da 42. Wir haben noch nicht mal angefangen. Aber die Möhrchen müssen zum Restaurant. So, du bekommst auch deine Differentialsperre. Bei dir eben 3. Die mit dir auch runter auf 50. Und Restaurant. Na, war doch richtig. 42. Ja. Ein Schaden. Bei dem Roder bin ich jetzt gespannt. Ah, okay. Das ist natürlich hier. Der kommt vom Restaurant gerade zurück. Und ich habe eine Abkürzung mit eingebaut. Das kann natürlich vorkommen. Er hat sich um einen Baum gewickelt. Das rote Beetefeld. Ne? Das rote Beetefeld ist schwierig, offensichtlich. Aber dafür müssen wir ja gucken. Die Kleinen, ne? Soll man ja nicht aus dem Auge lassen. Oder aus den Augen, wie auch immer. Die machen gerne mal Unfug. Nichts ist perfekt. Schon mal gar nicht Autodrive oder Crossplay. Aber nahe dran. Dieses Schaltgetriebe gucken, ne? Ganz schlimm. Ganz schlimm. Für dich persönlich. Oh. Hatte einmal einen Traum, ein Roder stand an einem Baum. Was ist das denn? Weil er außen rum will, ne? Naja.
Let's go to the Rose Willi. Läuft. Wir sind schon runter auf 4.100 Euro in den ersten 15 Minuten. Nochmal 15 Minuten und wir runter auf 3. Auf, ja, könnte reichen vielleicht für eine Stunde. Könnte aber auch sein, dass nicht. Was machst du jetzt? Ich beobachte das gerne, was du hier planst. Ach, du willst jetzt hier in die Umrandung reingehen. Stehe. Also ich werde später einen großen Multifruchtruder kaufen für alles, dass das schon mal klar ist. Erwünschte Ecken, Boro da dran verrecken. Das ist ja Einbahnstraßensystem. Da kann nicht viel schief gehen. Ah ja, hier. Ja. Erste Vorgewinde ist immer das Wichtigste. 63%. Gucken wir mal rein bei den ganzen Missionen. So. So, Feld 31. 69 und 72%. Zuckerrüben 30 und 40. 43. Gute Beete. Möhren auf der 21 ist Feldfortschritt, aber kein Lieferungsfortschritt. Der wird ja jetzt auf die 42 verteilt. Ne? So, erst wenn der Lieferungsfortschritt bei 42 auf 100% ist, geht die Verteilung auf die anderen weiter. Ja, ja, ja. So, du bist gleich voll. Dann möchtest du, dass der Abfahrer kommt. Du hast 30.000. Der Abfahrer hat 40.000. Ich habe den auf 50% eingestellt. Das heißt, einmal überladen. Und los geht's. Ich finde das witzig. Der schafft 65 km/h, hat aber nie genug PS, um auf 65 km/h zu kommen. Da sind die Strecken immer zu kurz. Oh, jetzt geht's gleich rund. Alle auf ihre Abfahrassis. Du berechnest natürlich jetzt. Wie so ein Doofen. Und da kommst du nicht dran. Ne? Das ist schon wieder das rote Beetefeld. Oh. Also das ist ja mal eine Zickerei. Mit der roten Beete. Muss ich ja sagen. Ach, 1.500 Euro nur noch? Nee. Also wir sind diesmal pleite, bevor es wieder Geld gibt. Ganz klare Geschichte.
Also schubbelgubbeln wir den Vertrag nochmal. Den Vertrag. Den Kredit gleich nochmal hoch. Und nicht erst, wenn es zu spät ist. Und wenn die Fahrzeuge einmal stehen, muss ich die auch erst wieder anwerfen, alle. Nee. So, Vertrag. Vertrag. Kredit. Da. Wir haben geliehen 30.000, ne? Es bleiben mir nochmal 10.000 mehr. Gut, das kommt auch schon. Nein, wir gucken. So, wenn wir dann alle Missions abgegeben haben, dann ist es auch schon soweit. Dann haben wir Geld auf dem Konto, dass wir den Kredit auch als erstes wieder zurückbezahlen. Die Kreditzinsen sind minimal, die tun nicht weh. Aber dennoch. Das muss nicht sein. Geben wir dann ab und gut ist. Ja, bis er hier vorbeikommt, wird jetzt einen Moment dauern. Auf jeden Alter. Neue Abkürzung gebaut und entdeckt. Seht ihr, da muss ich mitfahren. Da fällt mir noch was ein. Fahr mal hinterher. Und dann machen wir gleich Schluss. Das hier geradeaus ist unser Feld, ne? Für die Getreidemühle ja angesät. Hier. I have to create a Verband, eine Verbindung hier. Aber nur zum Rausfahren. So. Nicht zum Reinfahren, sonst gibt es nämlich Ärger mit. Nee, das ist falsch. Mit dem Begegnungsverkehr. Ne? So, das ist richtig. Diese komischen, unegalen Bäume, ne? Hier ist Stau, weil, warum auch immer. Oh, der ist fertig. Jetzt kommt unser, auf dem ich ja die ganze Zeit gewartet habe. Das Restaurant macht hier. Also ich muss ja sagen, ne, das muss ja ein unterirdisches Großlager haben, was sich das Restaurant hier so alles reinzieht. Wahnsinn. Dann wollen wir mal gucken, ob das jetzt klappt. Wie ich mir das gedenkt habe. Gedacht. Ja. Wunderbar. Der ist aber ganz schön zügig um die Ecke, ne? Gut, lassen wir den Kleinen hier stehen. Tappen wir noch mal einmal durch.
Was ist hier passiert? Kann ja nur wieder ein Zugunglück gewesen sein. Ansonsten macht er solche Schwierigkeiten nicht. So. Wer steht hier und wartet? Der kommt mal gerade unten und stellt sich bereit. Der hat ja da Zugunglück, ne? Hier sind wir bei dem, bei der großen Feldinsel. Ja. Du kannst da, wo du jetzt stehst, nicht stehen bleiben, denn dann blockierst du wieder den Ruder. Du müsstest gleich die Flucht verlassen. Alter. Stehse. Ach, komm. Das sind Konstruktionen. Diese Fahrzeuge. Die kosten Hunderttausende von Euros. Ja? Hallo. So. Auf Ruffahrt. Du musst aber Frucht verlassen eigentlich. Weil hier stehst du ganz klar im Weg. Ganz klar. Ich schieb dich mal rüber. Wo du definitiv nicht störst. So. Und hier kannst du dann in Ruhe warten. So, nächste. Das rote Beete, ich mache immer nur Schwierigkeiten im Kummerfeld. Ja. Diesmal klappt es wohl mit dem Nachbarn. Ja. Hier hast du noch mal Möhrchen. Und ein Trecker. Hier, das sind unsere Möhrchen. Da hängt unser Trecker jetzt wieder hinter, bis er das Feld wieder verlassen kann. Was ja dann auch wieder einen Moment dauert. Bei dem würde ich gerne noch mal gucken, wegen der Kurvengeschwindigkeit. Das ist mir bei dem hier zu pervers gewesen. Gerade, wie der um die Ecke gezischt ist. Weil ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, ne? Im LS19 haben die Fahrzeuge bereits vor der Kurve gebremst und sind dann mit der eingestellten Kurvengeschwindigkeit abgebogen. Hier im LS22 kacheln sie in die Kurve rein und bremsen dann erst. Naja. Ja, das war's, ihr Lieben. Wieder vielen lieben Dank fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Abonnieren nicht vergessen. Das ist bei YouTube völlig gratis. Und unser Discord Community Server steht natürlich jederzeit für euch offen. Der ist auch gratis. Den Link, wie ihr zu dem Server kommt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da mehr ansehen. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich wieder das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.